Das heißt, wir können jetzt auch schon mal ungefähr erahnen, wo wir dann... Hey, Schweinchens. Schweinchen sind auch gut. Wo wir dann Eisen finden werden. Oh, ich traue hier gerade den Sand nicht so ganz. Da ist auch nichts Interessantes drin, aber ein bisschen Sand könnten wir mitnehmen. So, 8 Blöcke würde ich sagen. Erstmal für den Anfang. So, das sind 4. Ja. 5, 6, 7, 8. Können wir ein paar Fenster machen. Für unsere schönen Ausbau- und Hausbau da hinten. Oh, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. So, den hier klopfe ich auch noch gleich um. Dann dürften wir auch erstmal holzmäßig ganz gut bedient sein. Und ich glaube, dann baue ich am besten erstmal unten unseren Keller so ein bisschen aus. In der Hoffnung, dass ich ein bisschen Eisen finde. Pilze mitnehmen. Eigentlich Fliegenpilze fehlen mir noch. Dann könnte ich eine kleine Pilzfarm auch anlegen. Okay, hier mal haufenweise Schweine. Und dass es hier Sumpf ist, ist mir, wie gesagt, noch so ein bisschen unsympathisch. Ich bin eigentlich schon gespannt auf diesen neuen Gegnertypen, wenn man mal auf die trifft. Was die doch so anrichten können. Ja, danke. Du auch. So, jetzt machen wir uns doch mal langsam auf den Weg zurück. Ja. Wie gesagt, ich spiele jetzt im Moment hier auf Default. Texturen-Pack, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Mein eigenes, ja, das ist irgendwo bei 10% fertig gewesen für Minecraft 1.3. Ich habe einfach nicht so die Zeit gehabt, bisher da wirklich mal dran viel zu arbeiten. Der Rest war mehr oder weniger noch als Vorlage Honeyball, ihr Texturen-Pack, wo ich dann eben meine Texturen nach und nach rüber kopiert habe. Ich könnte natürlich auch das von Honeyball nehmen, ich mag die eigentlich auch sehr gern. Die sind sehr schön, solange die Bäume nicht zu rosa aussehen von Blüten her. Und ja, ansonsten muss man mal schauen. Default kann ja auch ganz schön sein. Und ich glaube wirklich, ich habe mich jetzt ein bisschen verlaufen. Wir müssten so in die Richtung, wenn ich mich nicht irre. Ja, da ist unsere Behausung. Hihi. Das ist doch ganz praktisch hier mit dem Dschungel. Man muss sich nur an denen orientieren können. Dann findet man auch so einigermaßen wieder zurück zu dieser Behausung. So, schön mit dem Hähnchen das Gras mähen. So. 19 Steaks. Ja, Mensch. Machen wir erstmal 2. Ich weiß, dass da bleiben ein paar über, aber das ist mir jetzt nochmal egal. Felder könnten wir dann hier irgendwie dann anbauen, aber wir brauchen echt Eisen, damit ich hier so ein bisschen Wasser herkriege. Weil sonst dauert das doch alles etwas zu lang. Was wir auf jeden Fall mal machen können jetzt. Wir bauen uns mal eine Tür hierfür. Auch von innen auch mit Druckplatte, damit es etwas schneller geht mit dem Raus- und Reinrennen. Ja. Sollte natürlich auch die Tür da hinsetzen. Oh. Die Geräusche sind echt. Ich hab's auch, muss dazu sagen, ich habe Minecraft jetzt auch eine Zeit lang nicht gespielt. Und irgendwie bin ich jetzt, wo ich es da auch, wo ich es hier aufnehme, doch so ein bisschen paranoid geworden. Schlimm ist das, schlimm. Nein, kommt hoch, ja. Zack. Damit dann hier später schon der Holzboden reinkommen kann. Schon mal so die Andeutung davon. Ja, okay, jetzt mach ich's doch. Erst einmal legt das hier doch so ein bisschen um. Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend Kisten. Denn dann nehme ich jetzt doch mal das normale Holz. Das ist das Falsche, na egal. Jetzt ist es zu spät. Das ist das Dschungelwood, was ich ja für unsere Kakaoplantage haben möchte.
Okay, jetzt lege ich mich doch erstmal hin. Sonst hätte ich jetzt doch mal gesagt, wir setzen die vier kleinen Dinger mal irgendwo hin, hauen die paar Kakaobohnen, die wir haben, dran. Dann ist gut. Aber ja, ich hole dann gleich aus dem Dschungel noch welches, dann passt das schon. So viele Kakaobohnen, ja gut, so ein paar haben wir. So, ja, packen wir die erstmal dahin. Gerümpel, was wir jetzt nicht zwingend dabei haben müssen. Obwohl, die könnte ich noch mitnehmen und behalten. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht essen. Federn brauchen wir nicht. Da können wir auch schon mal die ersten Kobbels raushauen. Glas brennt. Brenne ich das? Ja, ich glaube, das erste Glas brenne ich auch. Hier haben wir das richtige Holz. Ja. Ich bin ja eh so ein kleiner Inventarmessi, von daher passt das ganz gut. Wenn es so leicht zugemüllt aussieht, da wollte ich hin. Jetzt haben wir schön Essen und dann haben wir auch schon mal ein bisschen Glas. Ja, mö. Also diese Kuh-Sounds, die neuen, ich weiß, ich wiederhole mich. Sie sind echt erst noch ungewohnt. Ja, machen wir das mal hier so. 1, 2, 3. Aua. Ich glaube, das ist in Ordnung. Eins. Dschungel. Hole ich mir, glaube ich, gleich mal noch ein paar Bäumchen. Aber zumindest haben wir so 1, 2 Bäumchen um kleinere. Ich könnte mir natürlich auch die Arbeit machen und einen großen erstmal niederknüppeln. Dann hätten wir auf jeden Fall erstmal ausgesorgt. Was haben wir denn da hinten? Noch einen schönen kleinen Hügel. Und hier mal zumindest viel Wasser. Eisen, ich brauche wirklich ein bisschen davon. So 6 Stück würden ja schon mal reichen für den Anfang. Das wären dann 2 Eimer, da könnte man schon ein bisschen was mitmachen. Naja, im schlimmsten, das hört sich wirklich mal an, als wenn hinter einem gerade was zischen möchte. Au. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob es jetzt so lokale Spiele besser laufen, weil die Umstellung auf Local Server fand ich persönlich nicht ganz so schön. Also ich kann zwar verstehen, dass sie schön sagen, wir haben damit etwas weniger Arbeit, wir müssen nicht alle Änderungen alles doppelt implementieren, aber dann zumindest ein bisschen, dass es stabiler läuft alles und nicht so viele Fehler hat. Denn es kommt einem doch so vor, und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dass mit jedem Update eher mehr Bugs reinkommen, als dass sie rausgemacht werden. Es ist zwar auch immer wieder schön, neue Sachen reinzukriegen, neue Features, aber dass erstmal so die grundlegenden Dinge raus sind und richtig funktionieren, das wäre doch ganz schön. Ja, wie zum Beispiel auch, dass man Optifine braucht, also sprich... Ja... Ja, Mu, genau. Die Gegend würde mir tendenziell zusagen. So ein bisschen. Sie können noch größer sein. Na gut. Ja, ich glaube, das reicht. So. Wo war ich eben? Gedanken vergangen und vergessen. Ach ja, mit, dass man Mods braucht, damit alles wirklich richtig gut läuft. Das ist ja doch schon ein bisschen grenzwertig, möchte ich mal sagen. Da sollte man vielleicht erstmal dran denken, dass man selbst das Spiel so weit oder sowas implementiert. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, die Modder, die das Optifine machen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es einer oder mehrere sind, die zu fragen, hier können wir das nicht fest ins Spiel implementieren, gibt es einen Obolus dafür? Und dann wäre es ja auch in Ordnung. Oder sich halt die Arbeit machen und selbst sowas reintun. Wobei, ich schätze mal, viele würden dann einfach aus Gewöhnung, Protest, wie auch immer man sagen möchte, bei Optifine dann wohl auch bleiben, solange es weiterentwickelt wird. So. Oh, meine Güte. Bricht sich die Haxen bei so einer niedrigen Höhe. Ab, zack, zack. So,
jetzt haben wir hier auch bald genug Grasfläche erstmal freigeräumt. Es wäre auch schön, wenn ich in einmal Wasser hätte, einmal kurz hingekippt und hier Schafe, frisst man das ganz große Gras hier weg. Da tut ihm hier einen Gefallen mit. Werden sie vermutlich nicht machen. Diese kleine Absenkung hier bringt mich ja auf eine Idee für so ein Gartenkonzept hier, so ein optisches. Aber mal schauen. Das ist ja noch alles ein bisschen in weite Ferne. So, ich glaube, jetzt machen wir es wirklich mal, kloppen hier drinnen ein bisschen größer. Erstmal sollte ich wieder was essen. Apropos, wie weit können wir denn ungefähr? So, wir sind ungefähr da. Also nach links können wir noch weit genug. Nach rechts ist es... Na, würde ich vielleicht sogar schon so lassen. Wie weit können wir denn genau nach hinten? Ach, mich nervt hier gerade so eine kleine Mücke. Das Problem ist, ich möchte sie jetzt nicht versuchen zu erschlagen. Bei meinem Talent treffe ich dann eher das Mikro und das möchte ich euch nicht antun, denn ich werde es mit hundertprozentiger Sicherheit dann am Ende vergessen rauszuschneiden. Ja. Wo mache ich dann eigentlich mein erstes Feld hin? Haben wir gleich über unserem Haus ein Höhlensystem? Okay, hier könnten wir zumindest Eisen finden. Ich glaube, ich sollte lieber erstmal ein bisschen wieder zurückrennen. Nicht, dass jetzt mir vor der Nase was Unfreundliches begegnet. Oh, Mücke, hau ab. Und ich krieg's da nicht mit, weil ich gerade Fackeln baue. Gott sei Dank, zum Glück und hurra, es ist doch nur ein kleines System. Aber, ja. So, ich glaube, jetzt habe ich es erwischt. Ich hoffe es. Ja, na gut, dann machen wir es jetzt mal und mache ich meine Androhung mal wahr. Und klopfe jetzt hier mal so ein bisschen weiter. Inzwischen müsste auch unser Glas fertig sein. Das heißt, ich könnte schon mal ein paar Glasscheiben bauen. Gedöns. Das brauchen wir im Moment nicht. Das rohe Fleischzeug brauchen wir im Moment nicht. Das brauchen wir gerade nicht. Gut, das hat sich jetzt auch erstmal kurz noch erledigt. Oder ich... Ja, komm. Emma, bleib dann ja von meinem Feld fern, sonst gibt's Haue. Das sage ich dir. Ja, hier so ein bisschen als... Kantung. Man könnte hier dann so ein bisschen Deko an der Fassade ja noch dran klatschen. So, jetzt gehen wir hier mal so. Ja, so weit möchte ich das haben. Das wird, da werdet ihr noch sehen, was ich damit vorhabe. Das dauert noch ein bisschen. Felder möchte ich so auf dieser Seite eher anbringen. Ich glaube fast, ich sollte den Zaun doch primär schon mal mitbauen, also rumziehen. Oh, benutze eine Schaufel dafür. Der Buhn, der Noob. Ups,